Zum Beispiel, wenn wir so in die Innerschweiz gehen, zum Muttertal. Wer kennt alles das Muttertal? Ja, kennen es weiter. Ja. Man kennt es vor allem wegen dem Muttertaler Wetterschmöcker. Muttertaler Wetterschmöcker, das sind dann die Alpöhis mit den langen Bärten und den lustigen Hirten. Und wenn sie heute eine Ameise fressen, wissen sie, dass es übermorgen schifft. Ja. Und die machen die geilen Käsewerbungen. Ja, Fondue und Raclette, oder? Finde ich großartig. Jetzt gibt es neue. Wenn ich das zum ersten Mal gesehen habe, so die alte, die ursprüngliche Fondue und Raclette-Werbung, da bin ich überhaupt nicht zuerst und gesehen, so schöne Landschaftsbilder. Und dann habe ich gesehen, so wie so die Sonne langsam hinter den Wolken verschwindet. Und dann hast du so Ameisenacht. Und dann hast du eben so die Mutter da, wenn du schmecken kannst. Dann kommst du da erst hin. Bist du Röntgen? Und drei Brätrütchen? Und der Schädel steht. Bring mir es. Das wird drin. Da kommt der zweite. Und ich schaue das so und ich denke so, geil, es kommt ein neuer Hobbit-Film ins Kino. Ich freue mich jetzt schon riesig. Genau, sag weiter, du kommst wieder. Das Brötchen und das drei Brettrütchen gibt es gute Fotos jetzt ab. Was ist das? Was dann sind sie am Schalen, dann sind sie am Fondrieren. Dann kommt so die Musik. Dann kommt mein Lieblingssatz, wenn ich so großartig bin. Finde ich so geil. Finde ich so geil. Und ich das erste Mal gehört habe, wenn ich so nebenbei den Fernseher laufe und dann hört so. Gerade so gespürt. Dann ist so freut, gar nicht gemerkt, dass es die neue Werbung kommt. Muss ich irgendwie wieder diskutieren, ob es Fondue-Wetter oder Raclette-Wetter ist. Verstehst du nicht, wir greifen zu Hause. Hey, Brille! Fondue-Wetter! Das ist Raclette-Wetter! Raclette! Und dann kommt der dritte und sagt so. Delta-Vegan! Hauptsache! Gleich Delta-Wasser! Das kannst du doch nicht sagen! Stell dir vor, wirklich, das ist ein toller Satz, ein bisschen stinken muss es. Da kannst du in sehr vielen Lebenssituationen sagen. Aber nicht nur mit der Argumentation, Hauptsache, ein bisschen stinken muss es. Aber es gibt schon ein paar Situationen, wo man es sagen kann. Also zum Beispiel, ich liebe meine Götti-Meinte. Aber nicht so im Spital gewesen und dann hat es zum ersten Mal so meine Götti-Meinte im Arm gehabt. Die Eltern so ganz glücklich mir angeschaut haben von und wie findest du? Lass den Kamerad! Kannst du auch ersetzen, statt WC-Schuhe-Memory? Machst Spiele, aber statt dass du dann sagst, er ist gesehen, sagst du, lass den Kamerad! Aber wo ich mir noch nicht so sicher bin, ist mit der Argumentation hauptsächlich stinken muss. Ne? Ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel im Bett. Schatz, das ist ein bisschen komisch. Hauptsächlich stinken muss! Das geht nicht so.